Seid herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Oder besser gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, will ich erstmal kurz hier. Ah gut, der ist nicht drin. Sehr schön. Wir haben den Strahlenschutzanzug bekommen. Den haben wir zum Glück glücklicherweise noch letzte Woche gemacht gehabt. Was sehr gut ist. Jetzt können wir uns dann quasi auch zur Aurora weiter fortbewegen, was wir auch machen werden. Denn ich glaube, dass wir dort das finden, was wir brauchen. Und zwar die mobile Vehikelbucht. Ich werde bloß hier einiges mitnehmen. Das heißt, kann man bestimmt auch noch gebrauchen. Aber was mir jetzt vor allem erstmal wichtig ist, ist Kupfer. Denn ich will nämlich noch eine Batterie nachmachen. Oder besser gesagt zwei. Zwei sind gut. Nebenbei können wir noch ein paar Fische mit einsammeln. Aber nicht nur die. Ich will auch andere haben. Zum Beispiel dich. Komm her, du. Geht doch. Dann erstmal auf zur Rettungskapsel. Lass mich in Ruhe. Und sobald wir komm hier, komm, da kommst du hier. Danke. Und sobald wir die mobile Vehikelbucht haben, können wir auch endlich unser Möttchen bauen. Denn das ist mir wichtig, weil ich unbedingt zur Insel dorthin möchte, um einiges zu scannen. Vor allem die Wassermelonen brauchen wir. So, als erstes was machen. Ziemlich viel Wasser. Das brauchen wir zum Glück nachher nicht mehr, wenn wir die Wassermelonen haben. Das ist ja gerade das Gute daran. So. Und zum Glück wartet da der Reaper noch nicht auf uns. Der wartet ja erst vor der Aurora auf uns. So. Wir müssen nachher so viel sammeln, ne? Kotzt mich das schon jetzt an. Aber was soll's? Hör doch auf. Quatsch, er. Einmal da. Ich weiß ja nicht, ob das so gut ist, wenn wir jetzt während der. Wo ist die Aurora? Ach, da ist sie. Wenn der Nacht dorthin schwimmen. Ich hätte es ja lieber, wenn ich am Tag dorthin schwimme. Weil ich dann eigentlich auch was sehe. Aber ich muss ja jetzt noch nicht unbedingt dorthin schwimmen. Dann kann ich hier lieber noch ein bisschen was sammeln. Das Gute ist, ich kann ja jetzt hier hin. Ohne irgendwie großartig Ärger zu bekommen, zwecks der Strahlung.
Gib mir ruhig ein bisschen Salz her. Wir brauchen mit Sicherheit Magnesium nachher. Wo ich auch so wüsste, wo wir noch hin könnten. War das ein Hai? Also Schnurz. Geh mal her, was haben wir hier? Gold ist immer gut. Ein Sandhai, sehr schön. Aber wird ja jetzt endlich Tag. Ah, in diese Richtung sollten wir nicht hin, da wartet Rebächen. Wir müssen ungefähr dort so lang. Oh Mann! Ich hätte lieber, dass es Tag ist. Ich weiß nicht wieso, ich habe gerade ein bisschen Schiss gehabt da. Und da haben sie das schon wieder teilweise verändert hier. Ich kann mich nicht erinnern, so viel Platz zu haben bei der Aurora. Bist du ruhig? Ach komm, lass es schnell Tag werden. Vielleicht finden wir ja hier auch schon ein bisschen was. Schau mal, hier finden wir schon bei... Abfalleimer. Der ist nachher ganz wichtig. Der ist ganz wichtig. Finden wir noch eine Signalboje? Haben wir schon? Signalboje haben wir auch schon. Das weiß ich. Ey, komm, nimm, nimm. Aber wir müssen aufpassen wegen dem Platz. Ach, guck mal, jetzt wird Tag. Also. Gut. Brauche ich ja nicht mehr wirklich die Angst haben, hier irgendwas zu verfehlen. Erstmal kurz hoch an die frische Luft. Ja, das Problem wird nachher einfach nur sein, in die Aurora reinzukommen. Aber ich glaube, ich weiß schon, wie ich das am besten mache. Okay, aber wir sind hier wegen der mobilen Vehikelbucht. Und die müssen wir finden. Das Problem ist einfach bloß, wo ist der Scheiß? Haben wir noch einen Bürostuhl, den wir scannen können? Das ist aber nicht das, was ich eigentlich will. Denn eigentlich will ich ja was ganz, ganz anderes.
Aber die Fläche ist groß. Von daher. Vielleicht finden wir hier noch irgendetwas Interessantes. Aber es sieht nicht danach aus. Das heißt, ich bin hier. Quasi umsonst. Bin ich jetzt hier wirklich? Oh, Batterie, toll. Oh, cool. Genau das, weswegen wir hier eigentlich hier sind. Aber uns fehlen. Uns fehlt noch ein Stück. Ich fasse das nicht. Wie gemein ist das denn, bitte schön? Warte mal, wann habe ich denn das? Ey, wo sehe ich denn den Fortschritt? Das General. So, die sind da zwei. Wann habe ich denn das erste Ding gescannt? Okay, soll uns aber auch weiter nicht stören, warum wir jetzt schon plötzlich zwei haben. Uns ist erstmal bloß wichtig, wo wir das letzte Teil finden. Das würde mich ja schon mal glücklich machen. Oh ja, Verbandskasten. Mann. Ich kann ihn nicht aufheben. Perfekt. Ja, genau. Du hast vollkommen recht. Den nehmen wir auch mit. Auch den. Denn die werden wir auch irgendwann gebrauchen. Ach so. Luftblase. Ja, schön. Wirklich aufpassen, wo ich mich hinbewege, hier bis zur Aurora. Darf mich ja nicht zu weit nach vorne bewegen. Batterie, toll. Ja, nehmen wir gerne mit. Nehmen wir sehr gerne mit. Oh Mann, diese scheiß Vehikelbucht, ne? Ich suche nach dem Scheiß jedes Mal. Komm mal her, Gary. Oder was auch immer du gerade für ein Fisch bist. Toll, wir so ein scheiß Stalker. Eins von zwei. Mann, hör auf!
Scan. Perfekt. Haben wir die auch schon mal gefunden. Wir finden jetzt alles Mögliche, ne? Aber gerade das, was wir ja suchen, finden wir nicht. Das packen wir schon. Bleib mal ruhig. Kupfer? Nee, Blei. Schade. Was sagt eigentlich unser Inventärchen? Ein bisschen Platz haben wir noch. So, wo ist diese scheiß Vehikelbucht? Ich muss doch hier noch irgendwo rumschwimmen. Frage ist wo? Ich komme ohne die nicht weiter. Das ist ja das Problem. Den können wir auch gebrauchen, denke ich mal. Gehen wir davon aus. So, cool, Scannerraumfragment. Toll. Das bringt mich jetzt sowas von weiter. Ja, ja, noch 30 Sekunden, ich weiß. Komm, wir werden das mal kurz hoch. Und dann werden wir aber die Folge auch hier beenden. Irgendwo muss ja dieses letzte Fragment der mobilen Vehikelbucht ja sein. Die werde ich auch schon irgendwie finden. Aber das werden wir, denke ich mal, erst auch in der nächsten Folge erst sehen. Ob wir sie finden oder nicht. Lassen wir uns überraschen. Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid zu Subnautica. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Abend bzw. wunderschönen Tag, je nachdem wann die Folge rauskommt, und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao.